Yeah.
Gott sei mit dir, Junge. Das kann ich für dich tun. Ich möchte am großen Turnier teilnehmen. Gerne, sofern du das Startgeld aufbringen kannst. Gemäß Herrn Hanuschs Regeln sind das pro Wettstreiter 60 Groschen. Sicher? Hier, bitte. Das schreibe ich mir auf. Heinrich, sagst du? Und ich muss wissen, welche Waffe du wählst. Das Langschwert. Damit kämpfe ich am besten. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Lebe wohl. Der erste Wettstreiter ist Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und ihm steht gegenüber Oldig Freier, Waffenknecht aus der Garnison von Herrn Dirisch von Talbern. Heißt die Kämpfer willkommen! Alles ist bereit für den ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ja. Au. Oh!
Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Herrgott! Verdammt! In dieser Runde beweist seinen Mut Heinrich aus Galitz aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und auf ihn trifft Olbram, bekannt als Sperber, Meisterschütze aus Kolin. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Scheiße! Waffen wechseln für den zweiten Kampf. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Yeah.
Runde erreichte die nächste Runde. Der erste Wettstreiter ist Richard, Bogenschütze aus der Garnison von Herrn Dimmisch von Talmberg. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz, aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Flucht! Waffen wechseln für den zweiten Kampf. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Scheißkerl! Oh yeah!
Verdammt! Gibst du auf? Hochverehrte Edeleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataia-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leipa unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Hallo Heinrich. Heinrich, dein Preis. Danke. Hab vielen Dank. Wohlverdient. Mach's gut. Thank you.